So, herzlich willkommen zu unserem fünften Fastentag. Wir sitzen hier gerade am Mainufer von Maintal, lassen uns die Sonne auf den Pelz scheinen, gucken den Boden beim Vorbeifahren zu. Obwohl, ich hatte eigentlich gedacht, dass vielleicht keine Schiffe fahren. Ein bisschen Hochwasser haben wir. Aber anscheinend fahren sie halt doch. Tucker, Tucker. Ja, wie geht's uns heute? Also mir geht's heute eigentlich richtig gut, kann man sagen. Meinem Freund heute nicht ganz so. Bisschen Magen hat er wohl. Hast du wenigstens gut geschlafen? Ja. Gut. Da sind ein paar Entchen. Ja, eigentlich ist es ein ganz tolles Wetter heute. Wie gesagt, wir lassen uns die Sonne auf den Pelz scheinen. Wenn kein Wind geht, ist es sehr angenehm, fast schon warm. Aber der Wind ist ziemlich stürmisch heute. Der ist schon ein bisschen unangenehm. Bis heute haben wir jeder nur eine Mandarine gegessen. Heute Abend ist Rohkost angesagt und mal sehen, wie es der Tag über noch so wird. Da kommt noch ein Entchen geflogen. Jo. So weit, so gut. Bis später dann. So, hallo alle zusammen. Der fünfte Tag ist rum. Das ist jetzt unser Abendessen. Das war eine Fertigmischung Krautsalat und Möhrenschnitzel. Und wir haben dann noch rote Beete und Chinakohl rein. Eigentlich wollte ich Radicchio wegen den gesunden Bitterstoffen. Aber Radicchio haben wir keinen gekriegt. Und der Chicorée ist ja eigentlich ähnlich, aber die Bitterstoffe weitestgehend rausgezüchtet, sodass er eigentlich doch recht langweilig schmeckt. Ich sehe, du hast da noch ein Goodie. Ja, ich habe eine Fleischtomate. Wir dürfen kein Fleisch. Doch, das ist verboten. Eine Tomate aber. Ja, gut, meinetwegen. Okay, dann lassen wir es uns mal schmecken und euch noch einen schönen Abend. Bis morgen dann. Macht's gut. Ciao, ciao.